Einen wunderschönen guten Hallo meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Spezialvideo. Jetzt nicht erschrecken, ich habe nämlich jemanden dabei. Beste Introduction EU. Und zwar bin ich hier heute mit dem Riva. Hallo Riva. Hallo Items. Und der Riva hat eine interessante Angewohnheit. Der Riva ist nämlich schon seit ewig langen Zeiten bei mir in Videos dabei. Um den Video heute handelt es sich nämlich um einen Re-Upload von einem alten Video. Wir werden aber jetzt trotzdem, weil es ein Re-Upload ist, währenddessen wir erklären, noch drei Spectrum-Cases aufmachen. Ich hoffe ohne Scheiß nicht, dass ich ein Knife ziehe, sonst weiß ich nämlich nicht, welches Knife ich reinschreiben soll. Ich habe eigentlich einen Re-Upload jetzt gerade geplant, der wird an diesem Video hinten dran geschnitten sein. Zum einen, um die 10-Minuten-Marke zu bekommen und zum anderen, um eben ein zusätzliches Video auch wirklich ein bisschen Schneidearbeit reingelegt zu haben für euren Sonntagmorgen. Es ist mein erstes Knife und mein allererstes Case-Opening von YouTube. Wir haben eine Menge Müll gelabert damals, auch was den Preis von dem Knife, das ich gezogen habe, anging. Und ich weiß, ich war damals Silver. Das bin ich heute immer noch, nur dass hier jetzt Meisterwächter 1 steht. Ich hatte ein paar D-Ranks, ich habe wenig gespielt. Normalerweise bin ich MGE. Normalerweise sagt man immer, aber eigentlich ist man der Rang, den man ist. Wir machen mal die erste Kiste währenddessen auf. Wie immer wollen wir hier einfach nur Redskins und Pinkskins und Golden finde ich auch gut. Auf jeden Fall, da waren noch ein paar Leutchen mit dabei, und zwar der Riva und noch jemand, Emerald Peace, Poison Dart, eine schöne Waffe. Die sieht echt gut aus, finde ich. Finde ich Entschuldigung. Ja. Die ist echt gut dabei, na gut, okay. Wir wussten damals nicht, wie es besser ist. Wir waren alt und das Geld brauchten wir auch. Oh, ich öffne gerade die falsche Kiste. Ich habe gar kein Geld dafür, fehlen noch 8 Cent. Easy. Ich bitte euch, liebe Menschen, diesen ganzen Flame von wegen, war Silber und so weiter, solche Leute ziehen solche Knives, dann weiß ich schon, dass ihr das Video gar nicht erst geschaut habt. Und dann werde ich das Kommentar auch direkt löschen, weil es muss mich einfach schlicht und ergreifend nicht jucken dann. Bitte bleibt bei dem Video real. Ich habe extra mal gefragt, ob ich diesen Knife-Pool re-uploaden soll. Es werden auch noch mehr Knife-Pools re-uploadet werden. Ich mache jetzt die letzte Kiste auf, da war die Dislocator. Und ich sage einfach mal, liebe Menschies, viel Spaß mit dem Video. Schaut auf jeden Fall beim Riva mit dabei. Der war damals schon mit dabei, der ist heute auch wieder dabei. Der hat mich sehr lange Zeit unterstützt und sehr lange Zeit begleitet und tut er auch immer noch. Deswegen lasst ihm auf jeden Fall meinen Fischi da. Der ist unten verlinkt. Ich danke allen Menschies und jetzt geht's zum Hauptvideo. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zum... Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Case-Opening, beziehungsweise dem ersten Case-Opening. Ich habe mich hier für Groma-Kisten entschieden, einfach weil rückwärtsseitig schlagende Ponys Baumstämme meistens mit Schokopudding assoziieren. Und ich würde einfach mal 5 Dinge aufmachen und bei meinem Glück wird sowieso nichts rauskommen. Dementsprechend freue ich mich trotzdem, wenn ihr das sehen wollt. Wenn nicht, lade ich es auch nie wieder hoch. Ich verspreche es auf keinen Fall, aber ich sag's einfach mal. So, wir machen jetzt einfach mal Behälter öffnen, Gegenstand öffnen, Schlüssel benutzen. Bei manchen Dingen weiß ich selber, dass sie scheiße sind. Wie zum Beispiel dieses Gar 20 Grotto, die ich jetzt bekomme. Wupp. Ja, also ihr seht, bei mir läuft das ganz schnell. Der Skin wird geladen, wenn die Waffe schon fast weg ist. Nehmen wir den nächsten Schlüssel. Du Ich hab Nice Wichser. Gezogen! Du fucking Wichser, Alter! Tobi, ich hab Nice gezogen! Ich hab aktualisiert und hab vor dir das Live gesehen. Ich hab gedacht, Alter, what the fuck, Mann? Ihr müsst euch überlegen, ich spiele jetzt seit 3 Tagen wieder ein bisschen mit Tobi CSGO. Und ich öffne nie Küssen. Ich öffne nie Küssen. Scheiße, ich kann nicht mehr reden. Ich öffne wirklich so nie Wichser. Küssen. Was ist das Ding wert, Alter? Keine Ahnung, wir gucken zu zahlen, aber... 500 Euro. Dein Ernst, Alter. Jetzt? 600 Euro, warte mal. In Factory Ernst, New? Das gibt es nicht. Das kostet 359 Euro. Alter, willst du Alter! Leute, ihr wisst gar nicht, wie ich mich gerade freue. Also, ich verspreche euch, ich mache nie wieder ein Case-Opening. Man sieht, ich ziehe sowieso nichts Gutes. Ich habe mir echt gedacht, startest du die Aufnahme oder nicht? Ach komm, machst du, kannst du löschen, wenn nichts Gutes rauskommt. Alter! Ja, also,
Warte, da muss ich ganz kurz, Entschuldigung für die Leute in der Aufnahme, könnte das langweilig werden, das muss ich kurz, bei mir, in ein paar Freunde von mir spielen CSGO. Also muss man das natürlich abfotografieren und posten. Ja, gut, okay, also wir machen mal weiter. Ich meine, bis jetzt ist ja noch nichts Gutes rausgekommen. Ist ja scheißegal, was ich jetzt noch ziehe. Das ist unglaublich, ey. Oh, schon wieder eine Scar 20 Grotto. Also ich finde, die Scar 20 werde ich benutzen. Also, so wie es aussieht. Ja, also, Alter. Ja, das kann ja mal passieren. Es tut mir wirklich leid. Das ist, ich hatte das wirklich nicht vor. Scar 20 Grotto. So, jetzt haben wir gleich den letzten Schlüssel. Also ihr seht, man kann auch 5 Kisten aufmachen und ein Knife ziehen. Man kann es auch nicht machen, also je nachdem, wie ihr das wollt. Man soll es nicht glauben, es gab 20 Grotto. Ja, egal, Alter, okay. Also ich bin glücklich, ja. Ich habe 4 Scar 20 Grotto, den Rest, das ist ja sowieso Müll, kann ich gleich löschen. Mein Handy sieht schon, dass ich posen möchte, deswegen lädt es das Bild gar nicht erst in die WhatsApp-Gruppe. Ja gut, das war leider alles, was ich hatte. Ist ein kurzes Video, vielleicht gefällt es euch so zum Wochenende hin, was weiß denn ich. Der Riva war dabei, der hat auch ein Case-Opening auf seinem Kanal gemacht, da könnt ihr gerne mal vorbeigucken, der ist unten unter Partnerkanälen verlinkt. Und noch dabei war der frühere Complaints, der hat so ein schönes Items früher gesagt, mittlerweile heißt er Leon. Bestimmt findet ihr den auf Steam, könnt ihn ja irgendwie, keine Ahnung, anschreiben und ihm einen Knife schenken. Wenn ihr das nicht wollt, vielleicht gebe ich ihm einen von meinen tollen Scar 20. Und ich wünsche euch was, auf Wiedersehen.